bugum sandit mogo di suda latu bal bugum lanka kiir mankazu mankafa kapum kamiti mankazu mankafa kaben miti mankazu mankafa kapum kamiti mankazu mankafa kaben miti ayaya ibero. Servus aus Abuja. Ich werde oft gefragt, wachsen Mangos in Nigeria? Und die Antwort lautet ja. Es gibt sogar 8 verschiedene Arten von Mangos. Ich habe mich heute auf den Weg gemacht und habe auf dem Marktplatz ausgesucht 7 von diesen 8 verschiedenen Arten von Mangos. Und wie man sieht, das sind auch unterschiedliche Farben und Größe und genauso schmecken sie unterschiedlich. Das erste, was ungefähr so groß ist wie mein Kopf, nennt man Peter Joshua. Die kommt eigentlich aus Benue. Das ist im Norden von Nigeria und Benue hat auch einen Namen, den jeder kennt, Food Basket of the Nation. Benue heißt es so, weil viele von das, was wir kriegen zum Essen, kommt von Benue. Das heißt, das Thema Pflanzen, Essen produzieren wird hauptsächlich auch in Benue gemacht. Als nächstes haben wir das Pita. Pita ist sehr weich, Haut ist gelb. Man sieht auch, vom Haut hier ist er sehr, sehr geschmeidig im Vergleich zu den anderen. Wie die alle schmecken, weiß ich nicht. Manche kenne ich schon vom Zuhause aus. Und das nächste ist halt das Joshua. Joshua an sich selber hat eine sehr harte Haut und ist auch sehr kantig und hat schon sehr viele schwarze Flecken. Ich weiß es nicht, ob bei jeder Joshua ungefähr so aussieht. Das heißt, wie Joshua schmeckt, weiß ich auch noch nicht. Wir haben hier unser Kerosin Mango. Warum heißt diese Mango Kerosin Mango? Wenn man isst, dann hat man auch so einen Benzingeschmack, aber es ist richtig süß. Das ist ein richtig süßer Mango, aber man hat so einen Benzingeschmack. Dieser Mango hier kommt meistens, Moment, aus Süden von Nigeria. Es hat so viele, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber man kriegt sehr viel in den Zähnen ab, wenn man isst. Und es ist grundsätzlich ganz süß. Nicht so gut verschneiden, wenn man Saft macht, ist der eigentlich ganz gut. Und hier haben wir die Sherry Mango. Sherry Mango bleibt immer grün, ist aber ganz süß. Und als letztes haben wir noch eine, die Julie. Die Julie Mango, sieht man, hat auch so eine rote Farbe, grün und gelb. Das heißt, man erkennt auch diese Mangos anhand von der Farbe und letztendlich auch irgendwann das Geschmack. Ja, ich habe natürlich ganz andere Sachen gekauft. Das haben wir hier, unser King Orange. Der ähnelt sich ein bisschen wie Mandarin, aber es ist eigentlich ein Orange. Wenn man reinschneidet, im Süden von Nigeria sind die wirklich rot, ein bisschen wie Blutorange. Aber hier sind die eher gelblich und die Haut ist sehr bitter, deswegen ist empfehlenswert, die Haut zu entfernen. Und ansonsten hat man sehr riesen Ananas. Ich halte das mal neben meinem Kopf. Und das ist alles natürlich und man sieht auch, wie groß die werden können. Wie es schmeckt, weiß ich noch nicht, weil ich die alle noch nicht gegessen habe. Wir haben auch hier die Bananas. Die werden auch so schon reif, ja, und man kann das auch so essen. Und die kommen auch vom Benue. Und hier haben wir Gurken, das kennt man. Was interessant ist, das gesamte Obst habe ich vor ungefähr 6.000 Naira gekauft. Umgerechnet sind das gerade mal 14 Euro. Wenn ich ein Stück Mango in Deutschland kaufe, dann kostet das fast 3 Euro bis 5 Euro. Und hier kostet das alles, was ihr seht, genau umgerechnet 14 Euro. Also wir werden kurz mal rausgehen und ich zeige euch auch einen Mangobaum. Und was ich versuchen zu machen würde, ist eine von diesen großen Marktplätze auch aufzunehmen. Denn nächste hier heißt Suba. Da kommen die ganzen Früchte von Jos und Benue. Und da gehen die Leute vom Maitama Früchtemarkt und kaufen das dann da ab. Super, wir sehen uns dann gleich draußen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Liesel 81. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das hier nennt man Peter John. Peter Joshua, oder? You're not that well. Okay. Should I cut it? Yeah, we'll just start from the beginning. I'll cut it myself. Okay. Personally. Okay. Okay.